So, das ist ein Aufruf an alle H5P-Freunde. Ich habe nämlich festgestellt, dass die deutschen Übersetzungen nicht komplett sind. Das merkt man nicht so ganz, wenn man auf der h5p.org-Seite ist, weil da sowieso alles in Englisch ist. Allerdings, wenn man sich das lokal installiert hat oder zum Beispiel das Moodle-Plugin nutzt, da sind dann eben die deutschen Übersetzungen nicht da. Und das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Und von daher wollte ich jetzt mal einen Aufruf starten, dass ihr es mir nachmacht. Ich habe nämlich gerade eben für das Flashcard-Modul die deutsche Übersetzung ergänzt, weil das war teilweise schon übersetzt, aber noch nicht komplett. Und ich möchte euch mal zeigen, wie das geht. Das geht nämlich eigentlich wirklich ganz einfach. Das Einzige ist, also man muss auf GitHub gehen, sich dort einen Account anlegen, den habe ich schon seit einiger Zeit, und dort anmelden. Und wenn man das gemacht hat, sucht man sich das H5P, kann man hier dann einfach suchen und sucht sich das oder eine Aktivität, die man übersetzen möchte. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass Memory Game noch nicht übersetzt ist. So, und da gibt es dann in dem Memory Game ein Unterverzeichnis Language und da geht man dann da drauf und findet hier die Datei für die deutsche Übersetzung. Und da sieht man dann, dass hier verschiedene Labels sind, Entity, Field, Label, und da fehlen eben einige deutsche Übersetzungen, also zum Beispiel Alternative Text for Image. Und wenn man das bearbeiten will, wenn man noch nicht hier dem oder mit dem Projekt direkt verbunden ist, darf man das nicht machen. Aber wenn ich hier auf diesen Stift klicke, wird, und da kommt hier eine Meldung, eine Fork angelegt, also es wird quasi kopiert, der Code für mich, und ich kann dann was ändern. Zum Beispiel sagen, ich nehme halt das hier, alternative Text für Bild. Das ist jetzt ja nicht so schwer. Und damit habe ich das im Prinzip jetzt schon übersetzt, das ist aber noch nicht übermittelt. Ganz gut funktionierende Idee ist, denke ich, auch immer, gerade wenn man so ein bisschen längerer Text, wenn man ein bisschen längeren Text hat, dass man sich vielleicht den kopiert. Jetzt sind wir da. Und den sich kopiert in DeepL zum Beispiel dann einsetzt. Und die Übersetzung ist im Allgemeinen eigentlich ganz gut. Und dann könnte man das da drüben eben einsetzen. So, und wenn man vielleicht dann alles übersetzt hat oder man denkt, okay, momentan komme ich gerade nicht weiter, weil ich keine Zeit mehr habe, geht man dann nach unten auf die Seite und kann hier Propose File Change machen. Schreibt vielleicht noch ein, dass man irgendwas übersetzt hat. Und schickt das dann ab. Dann wird das quasi wie ein, eine Anfrage an die Projektbesitzer geschickt, so nach dem Motto, hey, guck mal, ich habe was für euch übersetzt. Guck mal, ob das okay ist, ob ihr das aufnehmen wollt. Und ja, und dann ist man schon fertig. Also der Aufwand für jeden Einzelnen ist nicht so groß. Hängt halt davon ab, wie viele Wörter oder wie viele Sachen zu übersetzen sind. Aber selbst wenn ihr ein bisschen was übersetzt, ist besser, als wenn noch nichts übersetzt ist, oder? Also an die Arbeit, kostet wenig Zeit, geht schnell. Das sollte machbar sein.